Hallo und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel- und Wikingerfreunde zu Kaltschuss, der Deckung Vinlands. Ja, wir steigen ohne Umschweife in die nächste Mission ein, nämlich die Verfolgung. Die Wikinger verfolgen ihre geheimnisvollen Feinde und erleben eine böse Überraschung. Ja. Die Nachos erwiesen sich als tapfere und furchtlose Kämpfer. Seite an Seite mit unseren Männern lieferten sie den Angreifern erbitterten Widerstand. Bis tief in die Nacht hinein war der Lärm des Schlachtfeldes zu hören. Doch am Ende flohen die Eindringlinge und verschwanden im Dunkel. Häuptling Chicken Wing und mein Vater wollten die Verfolgung aufnehmen, um die Feinde endgültig zu vernichten. So begleiteten uns alsbald die tapfersten Krieger der Nachos auf unserem Weg gen Süden. Wir waren bereits einige Tage unterwegs und hatten das Ufer eines kleinen Weihers erreicht. Ich war in den Wald gegangen, um nach frischen Beeren zu suchen, als vor mir plötzlich der Kopf eines Riesen aus dem Boden auftauchte. Vor Schreck stockte mir der Atem. Ich warf mich wimmernd auf den Boden, die Arme über den Kopf und betete zu den Göttern, dass sie mich vor diesem Ungetüm beschützen mögen. Ich wartete darauf, dass der Riese jeden Moment sein mächtiges Maul aufreißen würde, um mich zu verschlingen. Doch nichts geschah, und so wagte ich es, die Augen wieder zu öffnen. Da erst sah ich, dass der Kopf nicht aus Fleisch und Blut, sondern aus einem mannshohen Fels gehauen war. Seine Gesichtszüge ähnelten denen eines nubischen Sklaven, den ich im Kindesalter auf dem Markt von Haithabu gesehen hatte. Da mir von diesem Stück Fels offensichtlich keine Gefahr drohte, lief ich ins Lager zurück. Stolz berichtete ich von meinem Fund und wie tapfer ich dem Riesen Auge in Auge gegenübergestanden hatte. Weder Chicken Wing noch mein Großvater, der schon viele Länder bereist und viele Abenteuer bestanden hatte, fanden eine Erklärung für den Koloss. Vielleicht hatte Thor den Kopf eines getöteten Feindes vom Himmel geworfen. Vielleicht war es aber auch ein böser Dämon, der uns warnen wollte. Ich weiß es bis heute nicht. Jedenfalls schlugen wir in der Nähe unser Lager auf und begannen von dort aus die Gegend nach den Feinden abzusuchen. Finde und vernichte die feindlichen Angreifer, ja. Die Nachos erwiesen sich als tapfere und furchtlose Kämpfer. Gut, aber erstmal. So, wieder die Geräuschkulisse auf einen angenehmen Pegel bringen. Gut. Wir haben diesmal Soldaten im kleinen Bulk. Wir haben hier drüben Weizen. Das heißt, wir wissen schon mal gleich, wo wir unseren Bauernhof hinbauen müssen. So, wir haben Bauarbeiter, jede Menge. Wir haben ein bisschen Nahrung. Und dass wir Krieger haben, zeigt schon mal, dass wir. Ah, da ist der Steinkopf. Zeigt schon mal, dass wir angegriffen werden können, weil sonst hätten wir wahrscheinlich keine Krieger zur Vorbereitung. Ich sollte aber die meisten Krieger in der Nähe lassen. Und nur mit einem Bogenschützen kundschaften gehen. Da ist Biani. Da sind hier jede Menge Frauen. Da ist Eisen und Gold und Stein. Und hier ist jede Menge Holz. Also Nahrung wird hier oben aufgebaut. Hier ist auch Wasser gleich für einen Brunnen. Hafgrim. Du wirst unser erster Farmer. Okay, wir hören schon mal Kampfgeräusche. Ja, Chicken Wing und die Nachos geben uns Frieden. Sie haben aber nichts für uns zum Handeln.
Da oben wären Schafe für unsere eigenen Bogenschützen. Ja, und so wie es aussieht, schicken die Nachos immer mal wieder Soldaten los. Um die Mayas anzugreifen. So, wir haben schon mal den Bauarbeiter. Jäger passt hier unten gut hin. Denke ich mal. Und ja, da kommt schon die nächste Angriffstruppe von den Nachos. Ja. Die haben auf jeden Fall nur ein kleines Lager hier, die Nachos. Was okay ist, sie haben auch keine Zivilisten. Abgesehen von den paar Frauen. Hier ist noch so ein Steinschädel. Ja, Biani ist erwachsen. Das heißt, er kann auch gleich mal Farmer werden. Und wir müssen uns mal im Clan werden. Oh, ich habe sogar Stufe 2 Bogenschützen. Ah, wie praktisch. Ja, die Nachos haben hier ein paar Vorräte. Du hast Farmer erfunden, das ist sehr gut. Das heißt, wir richten gleich mal eine Mühle hier. Und einen Brunnen hier oben. Du schlag dir mal hier bei den Bären ein bisschen den Wanst voll. Am besten schicke ich mal gleich meine gesamte Armee da hoch. Zu den abseits liegenden Bärenbüschen. Dich wieder nach Hause. Jawohl. Dann können nämlich die von den Bärenbüschen hier essen erstmal. So, ein Jägerzelt ist fertiggestellt. Ich wollte gucken. Wir haben 5 Bauarbeiter und 2 Farmer gerade. Das ist okay soweit. Dafür wird nachher einer Jäger und einer Holzfäller. Was wir noch finden müssen, ist Lehm, wollte ich sagen. Aber hier gibt es ja auch jede Menge Lehm. Ja, du hast Hunger. Also geh essen. Ich will aber erst noch hier unten gucken, im Süden, ob es da auch noch Leben gibt. Das nicht aufgedeckte Gebiet hier sieht aus wie ein Ausrufezeichen. Ich habe mich gerade schon gewundert, was das für eine Nachricht sein soll. Ja, es ist auf jeden Fall schon mal nett, dass die Indianer in regelmäßigen Abständen Truppen schicken.
So, du nach Süden. Wobei, ich schicke euch mal in das Indianerdorf, dass ihr dort erstmal die Nahrung weg esst. Hier oben sind schön viel Schafe, hier unten sind aber auch Schafe. Das sieht aus wie eine Kokospalme. So, Bjarni. Du wirst Müller. Und nein, hier ist nicht wirklich viel Lehm. Also müssen wir wirklich gucken, dass wir die Lehmarbeiterhütte hierhin mitsetzen. Wobei es, glaube ich, schwierig ist, hier in dem Gebiet zu bauen. Das geht gerade so. Ah, du machst ein Nickerchen. Ja. Ja, wie? So, ihr bedient doch jetzt mal alle an der Nahrung hier. Jo. Und ja, ihr seid Nachos, keine. Reicht sein Arbeitsplatz nicht? Ah, der Lehmarbeiter ist ein bisschen weit weg vom Schuss. So, du wirst mal kurz Kundschafter. Obwohl, nee, du bleibst Bauarbeiter, bitte. Mist. Egal. Also ja, den Schäfer packen wir dann doch hier unten hin. Ja, ist schön, dass ihr den euren Arbeitsplatz nicht findet. Das ändern wir dann jetzt gleich mal. So, wir können hier draußen doch noch ein bisschen mehr als gedacht bauen. Das ist gut. Hier wird es noch mal Eisen geben. Das ist auch okay. So, liegt da noch Nahrung rum oder haben wir alles gegessen? So, wie es aussieht, liegt da noch rum. So. Bitte die beiden mal verbinden. Verbindlichsten Dank. Und ich würde sagen, hier unten setzen wir auch noch einen hin. Nö. Du heiratest. Gerade niemanden. So, Holzfäller, Lehmarbeiter, Jäger werden dann gestellt. Wobei ich erst die Bäckerei vielleicht bauen sollte, sobald der Müller mit seiner Arbeit fertig ist.
So, dann bewegen wir mal. Ein paar Essen sind da noch übrig. 3 Stück.